Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Warface Breakout. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind jetzt auch jetzt hier schon direkt in der Action und ja, wir sind im Verteidiger-Team gerade. Das freut mich auf jeden Fall, denn ja, beim Verteidiger gibt es aktuell so meine Lieblingswaffen, ja. Also dazu die meisten Waffen, so die ich halt so mag. Okay, oh. Gut, der Kollege hat es überstanden. Gut. Ah, die Gegner von uns gerade werden gerade gut weggemäht, muss ich ganz klar auch so sagen. So, ich mache einmal hier runter. Ah, also da hinten werden die wirklich gerade weggemäht, wie sonst was. Ich mache einmal hier hoch. Mal sehen, vielleicht kann ich ja noch einen Kill machen jetzt. Glaube ich aber jetzt nicht. Ich weiß leider nicht, von wo die Schüsse kommen. Okay, anscheinend von einem Fenster. Oder dem Balkon hier, oder? Ja, hier. Der stand bestimmt hier so um der Ecke rum und hat hier so geschossen. Gut, weiter geht's. So, einmal meine Lieblings-MP hier nehmen und Granaten. So, perfekto. Ich renne diesmal wieder mit rüber zu B. Weiß nicht, den Bereich so hier um B mag ich bei dieser Karte ganz gern. Da halte ich mich eigentlich ganz gern auf. So. Ich denke mal, dort vorne wird gleich vielleicht jemand kommen. Hinten hat ein Mate von mir jemanden erledigt. Okay, gut. Gut gemacht. Ja, und ich muss ganz klar sagen, ja, das Gegnerteam hier wird gerade wirklich richtig weggemacht. So, einmal eine Granate dort oben rein. Ich glaube, die ist auch gar nicht reingeflogen. Ich glaube, die ist eher runtergeflogen. Wow! Ach, der ist gar nicht aktiv. Okay. Ich dachte gerade, der zielt von dort hinten auf mich, aber nein, der war nicht mal aktiv. Ja, sowas ist natürlich immer blöd, wenn man jemanden im Team hat, der einfach stehen bleibt. Ja, vor allem auch noch in so einem teambasierten Spiel, ja, wo man halt auch gerade zu fünft ist, ja, und dadurch, dass der eine halt da, ja, nicht rumläuft, sind die Gegner halt auch noch zu viert. Ja. Auf jeden Fall ein Nachteil. Ja, und ich habe immerhin schon mal zwei Kills gemacht. Ja. Und die anderen haben den anderen noch nicht erledigt. Den letzten. Okay, aber entschärft. Ja, der eine hat tatsächlich noch geschafft, hier das Ding zu platzieren. Diese Runde ging es auf jeden Fall besser hier für die Feinde, aber leider auch noch nie ganz. Ja, ich würde denen auf jeden Fall wünschen, dass die vielleicht gleich noch einen ordentlichen Teammate reinbekommen. Die sind nämlich jetzt gerade noch zu viert. Und hoffe einfach mal, dass bei denen vielleicht der raus ist, der nicht so rumgelaufen ist. Weil ich persönlich mag es halt nicht allzu gern, wenn die Gegner so ganz schnell alle weg sind und so. Ich möchte schon einen kleinen herausfordernden Kampf halt schon haben. So. Jawohl. Und oben sehe ich keinen. Da drüben. Jawohl. Moment, einmal hier hinten lang. So. Ich mach mal hier oben rein. Okay, einer ist noch übrig von denen. Gut. Dritter Sieg in Folge hier für uns. Ja, ich sehe auch gerade, ich bin der zweitbeste in meinem Team. Sehr schön. Vier Kills. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, und wir spielen mal das Sturmgewehr hier. Weil ich hier diese ganz nette Tarnung drauf habe, diese weiß-blaue hier. Finde ich irgendwie nicht verkehrt so an sich. Sieht ganz nett aus. Und Leute, wer es noch nicht gesehen hat, wer vielleicht jetzt ganz frisch angefangen hat, wer dem Spiel noch keine 5, 6, 7 Runden gespielt hat, für den könnten meine Tipps, die ich in meinem Tipps und Tricks-Videos erwähnt habe und so, eventuell ein bisschen helfen, ja, sich zu verbessern. Vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen helfen und so. Ja, einfach mal abchecken eventuell. Und da habe ich auch direkt mal noch eine kleine Ankündigung am Rande. Und zwar wird es nämlich jetzt auch bald mal noch von mir ein Video geben. Ja, zu den besten Waffen hier aktuell in Warface Breakout. Ja. Da habe ich ein bisschen nachgeforscht. Habe auch immer mal ja hin und wieder jetzt in den
letzten und auch in den ersten paar Videos zu diesem Spiel hatte ich ja immer mal wieder euch gefragt nach eurer Meinung, was eurer Meinung nach so die besten Waffen sind im Spiel. Und die habe ich da auch so ein bisschen mit reingebracht. Ja. Und ja, das Video wird jetzt auch bald kommen. Aua, und das hat weh getan. Wow, da unten. Ah, Hilfe. Jetzt geht's gerade auf jeden Fall bei den Gegnern auch ein bisschen mehr ab. Also die sind gerade auf jeden Fall auch ein bisschen mehr im Kampf gut dabei. Ja. Das war jetzt auch gerade eine riskante Aktion von mir, ja. Das konnte leider gerade ehrlich gesagt auch nur schief gehen, ja. Und ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. Ja. Jetzt sind die Gegner zu fünft und wir zu dritt. Ja, so schnell kann es doch für uns jetzt wieder gleich vorbei sein. Ich hoffe, da kommen gleich wieder zwei neue rein. Verstehe nicht, warum dort welche raus sind oder rausgeflogen sind, ja. Beim Gegnerteam ist auch wieder einer weniger. Ganz seltsam, ja. Ganz seltsam hier gerade. Gerade will irgendwie niemand so richtig hier drin bleiben. Was macht der da? Kann ja sein, dass das Spiel vielleicht gerade irgendwelche Problemchen hat mit der Verbindung. Ja. Meinem Team sind jetzt nur noch zwei. Jetzt wieder drei. Ganz eigenartig. Und gut, wir probieren jetzt trotzdem einfach mal hier vielleicht noch den Sieg rauszubekommen. Aber ganz seltsam gerade hier. Jetzt sind wir wieder zu viert. Nun gut, schauen wir mal. So, ich muss auf jeden Fall kurz neue Waffen kurz holen für mich. So, zack, zack. Gut, bin soweit erstmal wieder ausgerüstet. Und ich bin immer noch echt traurig darüber, dass ich immer noch nicht, ja, irgendwie einen Skin habe für meine Lieblingswaffen. Diese Glock hier, für die habe ich noch keinen Skin, genauso wenig für meine MPX. Ja. Finde ich richtig belastend. Ich hätte voll gerne mal einen Skin für eine dieser Waffen. So, ich bleibe jetzt erstmal hier hinten ein bisschen defensiver. Weil es halt jetzt gerade 3-2 steht. Okay, bei A, glaube ich, haben die Jungs Probleme, oder? Ja, ich renne mal da drüber. Ich renne mal lieber da drüber. So. Ja, das war's, glaube ich, für mich, oder? Okay, ich glaube, ich habe den auf jeden Fall gut angehittet. Ah, oben, ne? Zu spät nach oben gezielt, richtig? Ich war schon dabei hochzuzielen, aber zu spät. Ja? Zu spät leider. So, der eine hier ist von uns noch da. Ja, mal sehen, was der noch vielleicht hier hinkriegt jetzt alleine. Auf jeden Fall ganz netter Skin, den er da hat. Da vorne? Oh. Rechts. Oh nein, ich glaube, er hätte ihn nicht gesehen. Na, er hat ihn nicht gesehen. Schade. Da hätte er, glaube ich, lieber seine Brille aufsetzen müssen. Naja, ja, manchmal übersieht man halt sowas auch, ja. Ist mir selber auch schon passiert. Obwohl ich dazu sagen muss, den hätte man eigentlich sehen müssen. Ja? Aber wer weiß. Vielleicht war er irgendwie abgelenkt oder hat woanders hingeschaut oder so. Man weiß ja nicht. So, auf jeden Fall steht jetzt wieder gleich hier, also 3-3. Und leider liegt es wahrscheinlich auch nur daran, weil vorhin halt so viele raus sind bei uns aus unserem Team. Oder rausgeflogen sind. So, einmal hier lang. Warte jetzt erstmal kurz hier.
müsste auf jeden Fall irgendwann da sein. Moment mal. Da oben. Okay, er wurde erledigt. Gut. Da hinten liegt das T4. Ich laufe mal hier lang. Und gehe hier unten rein. So. Da vorne. Okay, angehittet ist er. Deckung. Gut. Jawohl, schön. Diesmal ging wieder ein Sieg hier für uns hervor. 4 zu dritt. 4 zu dritt. Irgendwie klingt das nicht. 4 zu 3, ja, steht jetzt für uns. Ja, ich kann schon manchmal nicht mehr reden. Es fängt an. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall im Angriff. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Angriff hier. Hep. So. Jetzt hier hoch. Hier vorsichtig entlang. Hier runter. Oh, dort oben. Da oben war einer. Nachladen kurz. Ich gehe jetzt hier durch das Gebäude durch. So, schussbereit bin ich. Vorsichtig hier lang. Ah, der hat mich erwartet. Ja, der hat mich erwartet. Der hatte auch gerade viel zu viel Deckung. Ja, so viel Deckung hatte ich nicht. Stand offen jetzt hier. Der hatte halt dort noch diesen Rahmen, diesen Fensterrahmen und so weiter. Okay, Unterstützung, also Assist habe ich bekommen. Ja, jetzt heißt es 2 gegen 2. Dürfte knapp werden. Der eine ist nämlich auf jeden Fall verletzt. Der ist schon ein wenig angeschlagen. Der andere sieht nicht aus, so als ob er verletzt wäre. Mal sehen, dürfte spannend werden. Wer wird diese Runde den Sieg einfahren? Noch 30 Sekunden. Ja. Ich glaube, bei dem hier ist irgendwo der Gegner. Ja, habe ich auch recht. Oh, jetzt muss der Verletzte auch noch gegen den kämpfen. Ich glaube, am besten wäre es, wenn er jetzt nicht rumrennen würde. Renn ich so rum. Oh, nein. Ah, er ist leider voll reingerannt. Ja, er hätte lieber halt jetzt auf die Zeit spielen sollen. Weil es waren halt nur noch 10, 15 Sekunden rum. Ja, die Zeit hätte er halt nutzen können, indem er vielleicht irgendwo erstmal ein bisschen wartet. Ja. Und dadurch halt, ja, warte, dass eventuell die Zeit mit Glück abgeht, weil der Gegner, ich weiß jetzt gar nicht, ob der C4 das schon dabei hatte. Wenn nicht, ja, hätte das erst noch holen müssen, hätte das er dann erst noch zum Ziel hintragen müssen und platzieren müssen, ja. Und das kostet natürlich auch Zeit. Aber nun gut, schade, ja. 4-4 steht es aber jetzt auf jeden Fall. Ach nein, ups, 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 ups. Er hätte das ja noch machen müssen, stimmt. Ups, ich habe da eine kleine Verwechslung gerade gehabt. Ja, er hätte ja das C4 noch machen müssen oder ihn erledigen müssen. Ja, ich habe das gerade ein bisschen verwechselt mit Verteidigung. Mein Fehler. Mein Fehler. Oh, nette Position, von wo aus er gerade hier gefeuert hat. Muss ich mir mal merken. Dort oben war ich aber auch noch gar nicht, muss ich ganz klar dazu sagen. Na, diesmal dürfte auf jeden Fall der Punkt nochmal an die Feinde gehen. Oh, da feuert einmal noch Sniper. Das ist nie so gut. Mal sehen. Ja, er könnte es halt auf jeden Fall noch schaffen. Könnte.
Ja, schade. Schade, schade. Ich glaube, wir werden jetzt auch ehrlich gesagt das ganze Match vielleicht noch verlieren. Ja, für uns läuft halt gerade echt so schlecht, seitdem vorhin halt leider das passiert ist, dass die Leute, die vorher halt mitgespielt hatten, rausgeflogen sind. Seit da läuft es ehrlich gesagt gerade nicht so gut mehr hier für uns. Mal sehen. Vielleicht wird es ja noch was mit einem Sieg. Ja, ich meine, wir liegen jetzt aktuell auch nur einen Punkt zurück. Ja. Vorne. Dort vorne, dort vorne, dort vorne. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall angehittet. Ich schätze auch, der ist stark verletzt. Wo ist der aber hin? Da unten. Aua. Mich hat er auch nochmal getroffen. Sehr gut. Vier von uns sind noch da, zwei vom gegnerischen Team. So, ich habe das T4. Ich schaffe das jetzt zu B rüber. Jungs, folgt mir. Wir müssen das jetzt hier schön platzieren und dann bewachen. So, ich platziere es hier an der Seite. Zack, platziert ist es. Und ich gehe dann jetzt hier hinten so hin und schaue jetzt erstmal hier hin. So hier vielleicht eher. Na, ich glaube, meine anderen Leute erledigen davor noch den letzten Feind. Oder? Sehr gut. 5-5 steht es jetzt. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Geld. Ja, ich würde mir jetzt eigentlich keine andere Waffe holen, aber da ich jetzt nicht weiß, wie jetzt diese Runde ausgeht, ja, möchte ich jetzt auch nicht mein ganzes Geld rausdonnern und so. Und dann habe ich vielleicht dann in der nächsten Runde nicht mehr genügend Geld, um wieder das gleiche nochmal zu holen. Deswegen, ja, lieber mal ein bisschen das Geld aufheben. Ich meine, mit der MP geht es sowieso ganz gut eigentlich gerade. Wo? Dort vorne. Ja, bis jetzt sind alle Teams noch voll. Okay, gegnerisches Team einen weniger. So, weiter nach vorn. Let's go. Ich renne jetzt einmal hier eine Runde so herum. Bei B. Hier entlang. Ja, und ich glaube, wir sollten jetzt langsam platzieren. Der eine, der dort vorne ist, der wird bei A platzieren wollen. Ja. Ihn hat's erledigt. Oh. Okay, ich habe beide Feinde, die dort vorne sind, auf jeden Fall angeschossen. Ja, beide haben von mir auf jeden Fall Schaden bekommen. Das heißt, 2 gegen 2. Oh, ich glaube, der eine hier geht noch drauf. Ich glaube, der wird noch drauf gehen. Ja. Das war gerade auch ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Sagen wir mal so. Das Vorgehen, was ich jetzt hier gerade hatte. Und beide sehe ich auch gerade, sind schon angeschlagen. Oh. Lebewohl. Oder? Nein. Sehr gut. Ich glaube, es wird doch mal 1 gegen 1 hinauslaufen gleich, oder? Schön. Schön gemacht. Das war wirklich schön gemacht. So, wir haben die Führung auf jeden Fall jetzt wieder übernommen. Ja. Ich schnapp mir mal dann jetzt die Waffe hier und die. So, und dann eine Nade. Zack. Gut. Ich mach dann jetzt wieder rechts entlang. Und 6 zu 5 steht es gerade.
So, vorsichtig hier vor. Einen Moment da oben, glaube ich, oder? Nein, dort vorne. Dort vorne aber. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Okay, Assist. Granaten kommen geflogen. Oh, ich glaube, hier kommt gleich einer. Da oben. Da oben, da oben, da oben, da oben. Deckung, 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 Deckung. Oh, das war's für mich. Jawohl, den einen habe ich geholt. Sehr schön. Puh. 7-5 steht. Jawohl. So, alles ist noch da von meiner Ausrüstung, ja. Puh. War ein schönes Gefecht gerade, dort vorne hinter der Kiste. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dadurch konnten auch die anderen den einen noch erledigen, weil die hatten sich, glaube ich, auf mich konzentriert, die zwei Gegner jetzt gerade eben dadurch. So, ich laufe bei B hier entlang, da hinten. Oh. Oben ist auf jeden Fall einer. Kopfschuss, so. Jetzt hier entlang. In dem einen Gebäude hatte ich eben auf jeden Fall einen gesehen. Da oben. Ah, das waren gerade schlechte Schüsse von mir. Sehr viel ist da daneben gegangen. Okay, das war's für mich leider. Von zwei Seiten, ja. Der eine, der in dem Gebäude war, den ich vorhin auch schon gesehen hatte, ja, der hat mich jetzt leider auch noch mit angeschossen. Okay, zum Sieg hat es aber jetzt trotzdem hier geklappt. Sehr schön. Ja, war ein cooles Spiel. Ja. Hat diesmal sehr viel Laune wieder gemacht, die Runde. War noch coole Kills dabei, wie ich finde. Ja. Kann man so machen. Ja. Ich würde auch sagen, wir schauen dann jetzt gleich mal noch, was wir vielleicht jetzt auch aus einer Kiste bekommen. Und ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir was Schönes rausbekommen. So, eine heilige Kiste. Das willst du mir geben. Was willst du mir geben? Und was kommt? Oh, für die Glock. Okay, schön. Schön, schön. Das freut mich. Dass ich für die jetzt mal einen Skin habe. Besser als gar keiner. Ja. Ist nicht unbedingt der schönste, ja, aber besser als gar keiner. Unbedingt haben möchte ich sowieso für die Glock Nemesis oder Magma. Ja. Eins von beiden. Ich würde sogar eher, glaube ich, bevorzugen Magma. Aber nun gut, ich bin zufrieden mit dem Skin, den ich jetzt dafür bekommen habe. Und ich würde sagen, das war es dann an der Stelle auch mit diesem Video. Ja. Bis zur nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt doch gerne einen Kommentar und haut rein und tschüssi!